mal eine Texaco-Tankstelle. Also wenn man hier die A7 von Santo Domingo nach, also wir fahren ja nach Samaná, wenn man hier rauf fährt, also das ist jetzt der zweite Teil übrigens, den ersten Teil habe ich auch schon, da sieht man auch so in etwa die gleiche Strecke, die, also ähnlich, also sehr viel Grün hier. Und wenn man hier rauf fährt, muss man damit rechnen. Also wir haben jetzt zweimal Maut bezahlt auf der Strecke, ne, nur einmal, ne? Von der A7, oder? Zweimal. Zweimal. Einmal. 6 Euro bezahlt. Ja, einmal haben wir, jetzt waren 60 Pesos bezahlt und jetzt hier 200 an der letzten. So, ja. So, das ist jetzt die Frage. Also, ob das stimmt oder nicht, kann ich allerdings nicht sagen. Ich denke, manchmal ist es so, dass die Einheimischen hier einfach das Doppelte für die nehmen, die auswärtig sind. Ja? Und dann, weil wir haben gesehen, dass da jemand einen 100 Peso-Schein hingehalten hat, und der hat dann eben 200 genommen, der junge Kerl. Also allerdings war das dann wahrscheinlich nicht okay, aber man muss manchmal auch da eben mitleben, dass die dann versuchen, die Touristen oder die Leute, die zu Besuch sind, auch mal das Doppelte abzunehmen. Ne? Das passiert. Wenn man dann sagt, man ist... man lebt hier, vivo ahí, und dann ist es meistens besser. Dann sagt er, okay. Aber so ist es nun mal. Ne? Das ist, in einem anderen Land gibt es andere Sitten, und hier in der Dominikanischen Republik, dann meinen halt eben auch manche, sie müssten eben auch schon mal eher reich werden. Naja, wie es auch immer sei, auf jeden Fall sind wir hier auf der A7. Also Autobahn weiß ich jetzt nicht, kann ich also nicht sagen. Auf jeden Fall ist es die Nummer 7. Und ja, die ist sehr gut zu befahren, kann man nicht anders sagen. Wir sind gerade dann eben am Texaco-Tankstelle vorbeigekommen. Also man kann hier auch tanken. Ne? Dauert allerdings schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir jetzt gefahren sind von Santo Domingo aus, aber auf jeden Fall schon eine etwas größere, längere Strecke. Dann bis später, meine lieben Freunde.